natürlich ja. Kommt jetzt wieder die Idee. Okay. Mein Name ist Joachim Trapp und ich komme von der bildenden Kunst. Und ich versuche, gesellschaftliche Fragestellungen, Problemlagen mit Mitteln und auf Wegen der Kunst zu beantworten, auf sie zu antworten. Vor einigen Jahren, als mir die Assange-Thematik bewusst wurde, hatte ich den Wunsch, das öffentlich zu machen. Und sehr früh dachte ich auch an Sophie und Hans Scholl. Mir war natürlich klar, dass man das nicht einfach parallelisieren kann. Und ich suchte nach einem Text, und den fand ich nicht. Und darum gab es keine Mahnwache. Und irgendwann im Dezember, jetzt vor vier Jahren, fiel mir ein Text ein. Den stempelte ich dann auf Kartons. Er ist in der äußeren Form nach ein bisschen der Poesie abgeguckt, aber es ist keine Poesie. Da gelang es mir jedenfalls, eine Form zu finden, Sophie und Hans Scholl zu nennen, sodass es passte. Und so stand ich dann am 23. Dezember 2019 auf dem Odeonsplatz bei Regen. Ich hatte kurzfristig eine Mahnwache angemeldet, alleine. Ich hatte diese Kartons dann ausgelegt. Und die Menschen im Einkaufsfieber liefen zum Teil mit ihren nassen Schuhen über diese Kartons und zum Teil wurden sie auch absichtlich weggestoßen. Das war die erste Mahnwache hier in München für Julian Assange. Die nächste, wenige Wochen darauf, war ich schon etwas anders. Da hatte ich etwas das bekannt gemacht und wir waren dann schon zu dritt oder zu viert. Und mehr kamen Leute dazu. Und was interessant war, da ich von der bildenden Kunst komme, habe ich sehr viel Wert auf die äußere Form gelegt. Und das schien viele Leute anzusprechen. Ja, und das hat sich jetzt konsolidiert. Und gestern, heute ist der 4. Juli 2023, vorgestern, einen Tag vor Julian Assanges Geburtstag, war eben in München auf dem Marienplatz wieder eine Mahnwache, eine große Mahnwache. Und man muss schon sagen, diese Mahnwache ist reifer geworden. Sie wird auch wirklich in vielen Teilen der Welt wahrgenommen. Und das ist ein schönes Ergebnis. Am 2. April dieses Jahres gab es eine Mahnwache. Und zufällig fiel das auf meinen Geburtstag. Und dann habe ich mir gewünscht, diese Mahnwache zu erweitern. Zu einer Mahnwache nicht nur für Julian Assange, sondern auch für den Frieden. Und das wächst jetzt mehr und mehr dieser Mahnwache auch zu. Und das ist in dieser Zeit der Kriege und besonders dieses großen zentralen Krieges in Europa auch sehr heikel. Ganz wichtig ist mir, und ich glaube, ich spreche auch für viele andere, dass die Mittel, mit denen wir das thematisieren, selber den Frieden ausduften müssen. Und das ist eine Herausforderung. Wie können wir über diese kontroversen Fragestellungen so sprechen, dass sie nicht Anlass werden zu neuen Konflikten, Spaltungen, zu neuem Krieg. Julian Assange, er hat ein Portal gegründet, WikiLeaks, das es möglich macht, Wissenden zu ermöglichen, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, ohne selber dabei nachverfolgbar zu sein. Und eines der berühmtesten Videos, die durch WikiLeaks und Julian Assange der Öffentlichkeit bekannt geworden sind, ist dieses Collateral Murder im Irak. Durch einen Drohnenangriff Zivilisten schwer verletzt, getötet wurden. Und dieses Video zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eine besondere Hinterhältigkeit zeigt. Denn als dann Rettungsmannschaften kamen, um die Verletzten zu versorgen, wurde ein zweiter Drohnenangriff ausgelöst.
Dieses Video ging dann um die Welt und damit hat sich Julian Assange natürlich einen großen Feind sozusagen aufgeweckt. Denn es ist klar, dass die USA das nicht gerne sehen. Kein Staat sieht das gerne, wenn seine Kriegsverbrechen aufgedeckt werden. Und dazu hat WikiLeaks einen riesen Beitrag geleistet. Das ist ein großes Verdienst und es ist auch eine große Bürde, denn jetzt soll, sage ich, und das sagen viele andere, und ich glaube, das trifft zu, an Julian Assange ein Exempel statuiert werden. Um alle möglichen Nachahmer zu warnen, hütet euch, für uns unangenehme Wahrheiten ans Licht zu bringen. Es wird euch nicht gut bekommen. Interessant ist, Julian Assange hat in Sydney als junger Mann ein Mathematikstudium begonnen. Und als er merkte, dass sein Institut mit dem amerikanischen Militär kooperiert, hat er postwendend die Universität verlassen. Julian Assange hat mehrere Friedenspreise bekommen, unter anderem einen Preis, die International Peace Medal, glaube ich, heißt sie, die vor ihm Nelson Mandela und der Dalai Lama verliehen bekommen hat. Das ist mal einfach ganz gut zu wissen. In diesem Kontext war er verortet. Und dann gab es irgendwann die Vorwürfe, dass er Frauen vergewaltigt haben solle. Die haben sich im Nachhinein, wie Nils Melzer, der UN, ehemalige UN-Sonderberichterstatter, auch dargelegt hat, als nichtig erwiesen. Da jedenfalls kippte das um und von da an wurde Julian Assange verfolgt. Suchte dann jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft Zuflucht. Dann wechselte die Regierung in Ecuador und von den USA gab es Druck, Julian Assange nicht weiter in der ecuadorianischen Botschaft Aufenthalt zu gewähren. Das führte dann dazu, dass Julian Assange aus der Botschaft floh bzw. entführt wurde und in das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London verbracht wurde, wo er jetzt etwas über vier Jahre sitzt im Hochsicherheitstrakt. Und nach Auskunft nicht nur von Nils Melzer, sondern auch einigen anderen Personen, Medizinern, ist er dort der Folter ausgesetzt. Lebt in einer 2 bis 2 mal 3 Meter großen Zelle. Julian Assange verdient es, dass wir an das, was er geleistet hat, erinnern. Und er verdient es, dass wir unser Nicht-Einverstanden-Sein zeigen öffentlich, wie mit ihm verfahren wird. Das ist bei Nils Melzer nachzulesen, eindeutig völkerrechtswidrig. Das ist ein schweres Verbrechen, das von vielen Ländern leider immer noch akzeptiert wird, dadurch, dass sie zu wenig die Stimme erheben. Ein Beispiel ist da zu nennen. Die Außenministerin Annalena Baerbock vor der Wahl hat lauthals gesagt, was für ein Unrecht es sei und dass sie sich dafür einsetzen werde, dass Julian Assange entlassen wird. Und da ist sie ja nicht die Einzige. Ist man dann erstmal in dem politischen Apparat angekommen, da gibt es Druck von vielen Seiten. Und seitdem hört man nichts mehr darüber. Mein Name ist Uli Stark. Wir befinden uns hier im Rathaus Innenhof in München und eben ist der große Lastwagenauflieger mit der Werbung für Julian Assange eingetrudelt und wir sind alle sehr stolz und glücklich, dass das heute geklappt hat, ein Tag vor Julians Geburtstag. Ich selbst, Uli Stark, bin Musiker in erster Linie, war Kirchenmusiker, bin Lehrer gewesen, Instrumentallehrer auch und jetzt Rentner und immer ein bisschen auch der freie Journalist. Ich schreibe gerne alte Reden hier bei der Mahnwache für Julian Assange und politisiert wurde ich letztendlich schon mit 17, 18 an dem Diskussionsfeld der Wehrdienstverweigerung. Ich habe mich da sehr für die armen Kerle eingesetzt,
die ihre Verhandlung hatten, und denen habe ich Tipps gegeben, wie man aus dieser Zwangssituation besser rauskommt. Und seitdem, würde ich sagen, bin ich in der antimilitaristischen Friedensbewegung engagiert. Von daher ist es natürlich für mich besonders bitter, auch jetzt wieder in die rechte Ecke geschoben zu werden von denjenigen, die einfach nicht durchblicken, dass hier was Neues an Friedensbewegung entsteht und dass man nicht die Leute, die aufstehen und aber wertekonservativ sind, dass man die gleich in der rechte Nazi-Ecke oder sowas schieben kann. Das halte ich für empörend, und ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, sondern dass da eine Strategie dahinter steckt. Das empört mich natürlich, aber wir arbeiten daran, diese Missverständnisse und Verleumdungen aufzuarbeiten. Und deswegen stehe ich seit 4 Jahren ungebrochen als linker, freier Journalist für Julian Assange. Und ich werde das auch noch weiter verfolgen. Ich heiße David Jäger, ich wohne in München und spiele immer schon Saxophon. Habe natürlich auch meine politischen Ansichten, aber nicht sehr viel Macht. Und darum erkläre ich mich solidarisch für Assange und andere, die es nötig haben, und stelle meine Musik ein bisschen zur Verfügung. So bin ich auch heute beim Julian Assange am Vortag von seinem Geburtstag, bin ich da und untermal die Veranstaltung ein bisschen musikalisch. Ansonsten, ich spiele viel Free Jazz, viel Klassik, eigentlich alles Musik, die ich gerne mache, die von Herzen kommt. Und das ist auch der Grund, warum ich bei solchen Veranstaltungen gerne dabei bin und gerne spiele. Oft und immer wieder bin ich, sind wir gefragt worden, was bringt denn das, dass ihr hier steht? Die lassen doch deswegen Assange nicht frei. Ja, ich habe mal ein Schild gestempelt, darauf steht, was können wir tun, vielleicht nichts. Ich kann für mich sagen, ich tue dies, weil ich es tun muss. Wenn ich von Unrecht erfahre und zugleich den Eindruck habe, ich könnte ein klein wenig dazu beitragen, darüber Bewusstsein zu schaffen, etwas zu lindern, positiv zu beeinflussen, also in diesem Zusammenhang heilsam zu wirken, dann möchte ich mein kleines Schärflein hineintun in die große Schale. Unabhängig davon, ob ich damit kurzfristig oder auch mittelfristig was erreiche, das liegt jenseits dessen, was ich bewerkstelligen kann, für das ich Verantwortung übernehmen kann. Václav Havel hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, ob du mit deinen Taten Erfolg hast, sondern darauf, dass es sinnvoll ist, es zu tun. Und das ist das, was mich hier im Falle Assange neben vielen weiteren Baustellen aktiv sein lässt, werden lässt. Ich glaube, für Frieden ist eine Sache wirklich essentiell. Und das ist die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen. Ich kann anders gesagt, die Frühstadien des Menschseins, ich würde so weit gehen bis zur Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit. Was ich dort sehen muss und sehe, erschüttert mich, ich kann sagen täglich. Und wenn wir das nicht wirklich verbessern, dann werden wir uns weiterhin abstrampeln, ohne ein gutes Stück weiterzukommen. Darin sehe ich die Grundlage, die Voraussetzung für eine friedvollere, heitere, freundlichere Gesellschaft, die auch freundlicher mit unserer Mitwelt umgeht, schonender, die freundlicher ist, solidarischer. Das ist mir ein großes Anliegen. Ein weiteres, das mir wichtig ist, ich glaube, dass in diesen vielfältigen Formen
von Öffentlichkeit, die auf die Straße gehen, dass wir ganz essentiell die Kunst brauchen. Aus folgendem Grund, kurz gesagt, wir leben durch die Digitalisierung in einer ganz stark dichotomischen Gesellschaft von richtig, falsch, ja, nein, schwarz, weiß. So ist die Welt aber nicht. Die Welt hat unendlich viele Schattierungen und es ist gerade die Kunst, die ein Meister in der Viel- und Mehrdeutigkeit ist. Wo man nicht sagen kann, es ist so, nein oder es ist so. Es ist so und so und au, sie. Das ist auch noch darin. Deswegen glaube ich, brauchen wir dringend alle möglichen Sparten von Kunst für unsere politisch-gesellschaftliche Arbeit. Und ich wünsche mir, dass diejenigen, die in diesem künstlerischen Feld, und das sind viele, sei es Musik, Theater, Performance, die bildende Kunst, diejenigen, die mit Sprache arbeiten, wünsche ich mir, dass sie sich auf ihre vielfältigsten Weisen einbringen und auch Vorlagen geben, die auch von Leuten, die nicht genuin aus der Kunst kommen, in Anwendung gebracht werden können. Das ist der Versuch, auch wie kann man für den Frieden auf die Straße gehen in einer Form, die auch würdig ist. Wir brauchen auch Schönheit und Würde.